Willkommen, Freunde, zur wahrscheinlich letzten Folge von The Room. Soweit ich das verstanden habe, ist das hier jetzt das letzte Achievement für die letzte Kiste. Das Problem ist nur, dass ich keine Kiste sehe, sondern wir haben in der letzten Folge dieses Teil hier rausgeholt und was mir auch direkt aufgefallen ist, dass das hier ein totales Chaos ist. Also es muss hier irgendwie so ein wunderbares, weiß ich nicht, Sternenbild ergeben oder sowas wahrscheinlich. Und hier haben wir auch noch irgendwelche Kreise, die wir drehen können. Dort unten sind Teile, hier sind Teile. Eine große, runde Aussparung. Okay, das heißt also, dass wir hier erstmal etwas einsetzen müssen. Kann ich mir das anklicken? Erstmal müssen wir schauen, was wir alles anklicken können. Wie zum Beispiel dieses Teil hier drüben. Da kann man doch draufdrücken, oder? Vielleicht mit dem Okular? Nee, leider nicht. Dieses Teil hier bewegt sich auch nicht. Es gibt nur ein bisschen Licht. Und du? Okay, an dir kann ich anscheinend irgendetwas machen. Du sagst nichts. Weißt du, sonst sagst du immer, hey, da ist ein Kreis. Ah, jetzt muss das hier stimmen, oder? Okay, dafür brauche ich jetzt nicht diese Linse. Sondern wir drehen das Ganze weiter. Dann passt es ja, wenn ich das so lasche. So, da ist eine Kurbel. Eine Messing-Kurbelgriff. Alles klar, gut. Den setzen wir dann. Oh, jetzt bin ich durcheinander gekommen mit der ganzen Steuerung. Oh, da ist wieder ein Dokument. Oh, ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Ich lese mir das richtig gerne durch. 15. August. Irgendwas stimmt nicht. Ich habe die Beschwörungsformel genauestens eingehalten. Astaroth ist nicht erschienen. Keine Antworten haben sich offenbart. Mehr Fragen. Die Visionen haben zugenommen. Sie bedrängen mich und ich kann mich nicht allzu lange an einem Ort aufhalten. Ich versuche, sie im Blick zu behalten, doch die Linse schmerzt meinen Augen. Ich habe ein Mittel gegen die Schmerzen zusammengestellt. Wer mir folgt und dieses Tagebuch findet, ich vermag dies nicht zu beschreiben. Die Welt der Menschen kennt keine Worte, mit denen es sich erläutern ließe. Das Haus ist nunmehr so sehr gewachsen, überall finden sich Räume. Das Haus ist sehr gewachsen, überall finden sich Räume? Was? Das ist Zettel 7 von 7, also ist das der letzte Zettel. Entweder ich habe sehr viele übersehen oder wir haben alle gelesen. Ich hoffe, ich habe keine übersehen und wir verstehen dann die Story. Sehr merkwürdig alles. Okay, pass auf. Die Kurbel. Die Kurbel setze ich dann. Muss ich sie vielleicht unterm Tisch einsetzen? Da unten zum Beispiel. Nee, sieht nicht so aus. Ich glaube, den unteren Teil des Tisches können wir jetzt erstmal lassen. Nee, oder? Nee, da würde die Kurbel niemals reinpassen, aber ich versuch's trotzdem. So. Ah, guck mal, hier haben wir auch ein paar Pfeile, die in irgendeine Richtung zeigen. Hier treffen sich zwei, alles klar. Das müssen wir dann wahrscheinlich irgendwie drehen, sodass es passt. Dich haben wir jetzt. Wen können wir uns noch ansehen? Wo können wir was drehen? Die hier drüben vielleicht? Nein. So sieht's aus, Mann. Ja, das drehen wir jetzt weiter, sodass die beiden reinpassen. Perfekt. Und die machen's von selbst, weil die wissen, hey, dieser Holly LP, der ist einfach ein Genie in diesem Spiel. Ach du Scheiße. Okay, gut. Was ist das hier? Was habe ich mir jetzt hier freigeschaltet? Erstmal das hier einsetzen, um zu sehen, ob irgendwas passiert. Nein. Hier fehlt wieder ein Zahnrad. Also, nee, warte mal, wenn man draufdrückt. Aha. Nee, ich kann weitermachen, Die Frage ist nur... Nee, es funktioniert nicht. Okay. Jetzt haben wir hier ein Schwert. Und es dreht sich nicht weiter. Ich kann auch nirgendwo weiterdrehen. Vielleicht, wenn ich es gedrückt halte oder so. Nee, es funktioniert nicht. Okay, wir haben ja auch noch das hier freigeschaltet. Genau, was hast du zu sagen? Das Schwert steckt in der Mitte und dort haben wir wieder das Teil. Genau, das bauen wir jetzt zusammen. Die Frage ist nur, wie? Das ist aber ein großes Chaos. Warte mal. Kann ich das überhaupt jetzt noch? Kann ich das jetzt lösen? Es sieht irgendwie komplett falsch aus, so als könnte ich es nicht zusammenbauen. Da fehlen sehr viele Teile, vielleicht von der anderen Seite oder sowas. Warte mal, guck dir das mal an hier. Ach so, Doppelklick drauf natürlich. So, vielleicht kann ich da irgendwie was drehen. Oh mein Gott. Ja, so läuft's. Manchmal übersieht man's halt. Und dann kann man nichts dagegen tun. Irgendwie so muss es passen. Perfekt. Das ist. Seht ihr aber, wenn ich's habe, dann habe ich's. Oh, das kommt in die Mitte des Tisches, genauso wie auf dem Bild. Alles klar. Oh, Moment mal. Wir haben da noch mehr Hinweise.
Das ist das Sternbild. Zack, 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 zack. Einfach tief runter nochmal. Aber da komme ich nicht ran, oder? Da müssen wir wahrscheinlich jetzt... Ich guck mal ganz kurz, ob ich da wieder rankomme. Nee, sieht nicht so aus. Ich finde es nicht mehr. Es ist irgendwie verschwunden. Okay, gut. Dann stecken wir jetzt erstmal in die Mitte das Schwert. Komm, Randa. Und rein damit. Perfekt. Ich habe mir das Muster gemerkt. Ich kann es auf jeden Fall gleich einsetzen, wenn es notwendig sein wird. Ach du Scheiße. Okay. Ja, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Nein! Scheiße ist es nicht. Ich guck mir das mal ganz kurz noch an. So viel zum Thema gemerkt. Zack, 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 zack. Genau, genau. Runter, zack, 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 zack. Das habe ich doch gemacht. Runter, zack, runter, zack. Ach so, upsie, upsie, der war nicht richtig. Das müsste es jetzt aber sein. Muss ich da vielleicht irgendwie auf den Knopf drücken? Hä? Oh, anscheinend hat es doch gestimmt. Gut, jetzt kommt das nächste Sternenbild. Okay, was gibst du mir jetzt? Das Schwert haben wir. Jetzt kommt der Papierflieger. Nein, das Auge. Das Auge beobachtet uns wieder. Aha. Haben wir jetzt hier wieder etwas? Ja, wir haben hier wieder etwas. Da ist wieder die nächste Lösung. Zack, zack, zack. Erstmal auschecken, ob wir hier irgendetwas drehen können. Okay, erstmal aktiviere ich mal das hier. Erstmal das hier. Zack, 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 zack. Okay, einfach nur zack, zack. Wie eine Gabel hier. Das sollte die Gabel sein. Aktiviert. Okay, ich soll mir wieder das hier ansehen. Jetzt sind die stehen geblieben. Perfekt, glaube ich. Oder eher nicht perfekt stehen geblieben. Erstmal gucken wir uns mal an, ob wir uns hier irgendwie... Ob wir... Da ist es doch, oder nicht? Perfekt! Sehr gut. Und da ist das allsehende Auge. Okay. Ein großes Goldamulett. Gut, die Frage ist nur, wohin platzieren wir jetzt das Teil? Irgendwo müsste Platz sein für ein riesengroßes, rundes Teil. Wie zum Beispiel das hier. Hm, offenbare dich. Nächstes Rätsel. Na? Ich habe gesehen auch, dass Cobalt Streak jetzt auch The Room spielt. Irgendwie ist es gerade ziemlich gehypt, das Spielchen. Vielleicht, weil die gesehen haben, wie gut Holly da drin ist. So ganz nebenbei erwähnt. Ihr kennt wahrscheinlich Cobalt Streak nicht, oder? Eher im Stream. Okay. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Das hier hatten wir schon aufgemacht. Das da, okay. Was hat sich jetzt gerade geöffnet? Ich habe kurz nicht aufgepasst, ich Vollidiot. Das da kann ich drehen. Perfekt, okay. Jetzt müssen die Pfeile nur irgendwo hinzeigen. Ich weiß nur nicht, wohin. Ich weiß noch nicht, wohin die Pfeile hinzeigen müssen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was sehen wir hier? Hier sehen wir irgendeinen Hinweis. Irgendein komischer Hinweis ist das. Und... okay... Dreh dich mal weiter. Wie sieht der komische Hinweis jetzt aus, wenn wir es so einmal gedreht haben? Es dürfte eigentlich... Ist es nun richtig? Nein, 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 nein. Ich weiß nicht genau, was das darstellen soll, das Bildchen. Oh, scheiße. Es ist mir jetzt aufgefallen, was die Lösung ist. Also ich glaub's, dass das die Lösung ist. Ich hab's selbst noch nicht getestet, aber... Diese roten Teile, ich dachte, das ist irgendein Gebäude und es sind irgendwelche Fenster, aber das ist hier... Mir wird gesagt, was ich hier drücken soll, nicht wahr? Diese Teile? Und jetzt ein Teil darüber. Genau, dieses Teil hier. Und jetzt müssen wir es weiter drehen. Ganz oben noch ein Teil, jetzt fehlen uns nur noch die Mittelstücke. So, das da in der Mitte fehlt uns noch. Ich Idiot, und ich dachte, ich muss irgendetwas... Ach, es tut mir sehr leid. So, drehen wir das jetzt einfach mal hier ganz kurz und... Zack, 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 zack. Da saß ich dann doch schon ein bisschen länger dran, bis ich es hier gecheckt habe. Meine Fresse. Hier ist kein Mittelstück zu sehen. Zeig mal her. Drehen wir es mal weiter zum nächsten Fall. So müssen wir es doch gleich irgendwie sehen können, oder nicht? Ah, seht ihr? Da haben wir es. Okay. So, zack, hier so ein kleines Männchen. Und das ist es, oder? Oh, Mist. Ich habe echt nicht gecheckt, was das Spiel von mir wollte. Und das hier ist ein kleiner Held.
Aha, mit einem Diamanten drin. Irgendein Kristalldiamant. Greif zu. Ach so, die Energiequelle zur Nutzbarmachung des Nullelements. Okay, gut, das sind Wörter. Wörter. Ich kann nicht mal das aussprechen, Junge. Das schneiden wir raus. Okay, gut, wir können auf jeden Fall jetzt das hier aktivieren. Und bekommen nun das nächste Symbol, welches ich nicht deuten kann. Keine Ahnung, was das ist. Aber irgendetwas hat es jetzt hier wieder verändert, nicht wahr? Yep, hier hat es irgendwas verändert. Und diesmal müssen wir es richtig drehen, ha? Okay, aber erstmal schaue ich mir ganz kurz das hier an. Kann ich mir den Diamanten schnappen? Nee, lieber nicht, oder? Nicht, dass das hier irgendwie dann kaputt geht, nicht wahr? Gut. Diesmal müssen wir es aber drehen, sodass es passt. Okay, schauen wir mal. Probieren wir das wieder um. Jetzt muss ich das wieder drehen von Fall zu Fall, was ich eben gerade die ganze Zeit gemacht habe. Und passiert irgendetwas? Kann ich da vielleicht dran drehen? Was? Aha. Ich dachte schon, ich habe die richtige Lösung, aber nee. Warte mal, lass uns mal alle zusammenfinden hier. Wo ist das andere Teil? Das sind alle Teile, nicht hier unten ist noch ein Teil. Okay, wir müssen alle hierher bringen. So. Na, wenn das jetzt klappt, irgendetwas... Das hat funktioniert, okay, ich dachte, da ist schon wieder das Teil. Ja, wir sind aber jetzt in irgendeiner komischen anderen Welt, Junge. Okay. Schau dir das in der Mitte mal an. Vielleicht muss ich das hier platzieren. Richtig. War das vorher nicht irgendwie kleiner? Wow, war es das? Das war die letzte Kiste? Hohepriester haben wir freigeschaltet. Kapitel abgeschlossen. Schöner Fortschritt, aber meinst du wirklich, du hättest dein Können schon bewiesen? Spiel fortsetzen. Geht's noch weiter? Ich hoffe, es geht noch weiter. Bekommen wir also doch noch eine Kiste zu sehen? Da ist sie. Da ist die nächste Kiste. Wahrscheinlich die letzte Kiste. Wo in einer Welt bin ich? Weiß ich nicht, du bist irgendwie in der Vergangenheit, denke ich mal. Wir sind AS, ist das vielleicht die Story? Wir sind AS und schreiben jetzt alles. Ist das sowas Abgedrehtes hier? Wahrscheinlich, oder? Lass uns mal das hier durchlesen. Mal gucken, was uns gesagt wird. Ein absonderliches Gefühl der Bewegung. Nicht vollends wie sich drehen, nicht vollends wie fallen. Ich fühlte, wie ich die Schwelle überschritt und die Visionen verebten. Was ist das für ein Wort, Mann? Was schreibe ich hier? Vielleicht sollten sie mich nur an diesen Ort bringen. Der Weg zurück verschließt sich hinter mir, doch ein Weg voran tut sich vor mir auf. Etwas zieht mich weiter. Falls du bei mir bist, werde ich dir auf deinem Weg Geleit geben. Ich bete, dass du nie gekommen bist. Ich bete, dass du nur ein weiterer meiner Träume bist. Hier ist jetzt auch noch so ein kleiner Hinweis hier oben. Zack, hier sind... Das sieht aus wie ein... der Effekt. Das sieht aus wie ein Keyboard, ne? Ein Piano oder sowas. Da müssen wir diese Tasten vielleicht drücken. Was ist der Hinweis? Vielleicht entdecke ich mit dem Okular mehr... Ach so! Nee, das kannst du mit dem Okular nicht lesen. Wieso gibt er mir jetzt den Tipp mit dem Okular, obwohl ich noch gar nicht ready bin? Okay, pass auf. Was haben wir hier? Aha, eine komische Zeichnung. Da ist dieses Teil zur Energiegewinnung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ein Notizbuch mit einer Skizze des Nullelements. Ja, das Nullelement ist da. Okay, hier haben wir etwas. Das drücken wir jetzt erstmal. So, es geht los. Wir haben den ersten Stein ins Rollen gebracht. Aha. Und den drehen wir auch mal? Interessant. Ich sehe keinen Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Was? Ein Zahnrad scheint zu fehlen. Naja, stimmt, ich sehe es hier. Okay, gut, das ergibt natürlich jetzt ein bisschen mehr Sinn. Das heißt also, wir müssen woanders weitermachen, wie zum Beispiel hier. Aha, dann öffnet sich da etwas. Was haben wir hier zu sehen? Nichts. Okay, das wird wahrscheinlich dann erst später aktiviert, wie es aussieht. Mhm, komische Symbole. Komisches Teil.
Kann ich mit dir etwas anstellen? Sieht nicht so aus, du lässt dich nicht mal drücken. Hier können wir etwas einsetzen. Ja, ein Loch, das hast du richtig erkannt. Hier können wir etwas einsetzen und... Gut, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um die Kiste, nicht wahr? Dann... Aha, hier ist ein Abdruck. Da kann man draufdrücken, oder was? Nein. Ah. Gott, das ergibt natürlich mehr Sinn. Haben wir jetzt etwas geöffnet? Hat sich irgendetwas geöffnet? Ich glaube, das Teil ist neu, oder? Ich glaube, das habe ich vorher nicht gesehen. Die Frage ist nur, was kann ich mit dem Ding anstellen? Aber vielleicht hat sich auch noch etwas weiteres geöffnet. Das ist wieder dieses Auge, oder? Ich fühle mich so ein bisschen beobachtet in diesem Spielchen hier. Gut, hat sich sonst was geöffnet? Ich glaube nicht. Das sieht sehr merkwürdig aus. Aha, Moment mal, da an der Seite, nein? Vielleicht muss ich da was draufstellen. Okay, gucken wir uns jetzt mal die Kiste genauer an. Nee, das kann ich nicht schieben. Das hier sieht sehr auffällig aus. Aber ist es nicht. Okay, da können wir etwas reinstecken. Wie sieht's hier oben aus? Nee, da sehen wir nichts. Ah, dich kann ich aber jetzt schieben oder aufmachen. Nein? Du bist hartnäckig, kleine Kiste. Du bist hartnäckig. Nein, ich will jetzt keinen Hinweis haben. Deine Hinweise haben mir nie wirklich weitergeholfen. Die haben mir nur das Offensichtliche gezeigt. Ah. Okay, diesen Hinweis haben wir aber hier irgendwo gesehen. Wo ist das da? Oh, warte mal. 321. 321 vielleicht? Kann ich die jetzt einzeln bewegen? Aber was ist denn die 3? Was ist die 1? 3. 2, 1. Die werden nicht hier hinzugefügt, okay? Na, hier wird mir dann wahrscheinlich angezeigt, was 3, 2, 1 ist, nicht wahr? Irgendwie wird mir dann hier angezeigt, was ich dort drüben einstellen soll. Oder diesen Hinweis findet man irgendwo anders. Die Frage ist nur, wo? Mit dem Okular. Ich wusste es doch. Ich hab's gesehen, dass das ein Schalter ist. Okay. Ich muss, wenn ich etwas sehe, hartnäckiger dranbleiben. Hier haben wir jetzt auch ein Zahnrädchen. Mit einem Dreieck. Okay, gut. Es geht voran. Es geht voran. Sehr schön. Und das setzen wir jetzt hier unten ein. Aber natürlich brauchen wir jetzt noch ein anderes Teil. So, rein mit dir. Perfekt. Und wenn wir das drücken, dann aktivieren wir auch direkt etwas. Wunderbar. Ein Teil ist offen. Und jetzt haben wir das hier freigeschaltet. Okay. Das nächste Rätsel kann beginnen. Aha, das können wir jetzt hier so durchfahren lassen. Aha. Ach, so ein Rätsel ist das hier. Warte mal, habe ich direkt die Lösung? Junge, ich habe direkt die Lösung. Bin ich ein krasser Typ oder bin ich ein krasser Typ, Mann? Aha. Fuck, ich bin richtig scheiße. Nein, Mist, warte, wie bin ich gefahren? Ich bin irgendwie so gefahren. Zack, dann bin ich hier so hingefahren. Dann bin ich hier so hingefahren. Dann bin ich hier so hingefahren. Und hierhin so. Jetzt hatte ich das hier geöffnet. Jetzt muss ich da irgendwie runter, nicht wahr? Jetzt hatte ich das aber geschlossen, natürlich. Okay, gut, 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 gut. So viel zum Thema krasser Typ. Ich muss irgendwie an den beiden vorbeifahren. Also die müssen zuletzt... Warte mal, erstmal muss das so gemacht werden. So. So. Und... Scheiße. Ah, doch, richtig, doch, richtig. Klar, so wollte ich's machen. Genau so wollte ich's machen. Der nächste Schalter, aktivieren. Und, was öffnen wir diesmal? Wieder eine versteckte Druckplatte.